Überraschungskindes. Hat jeder hier ein Überraschungskind? Child of Surprise? So. Lambert. Lambert war der jüngste und vielleicht auch der letzte Hexer Carmorhans. Er hatte seine Fähigkeiten immer wieder unter Beweis gestellt und von Provis bis Toussaint beachtliche Monster erlegt. Ferner hatte er sich den Ruf erworben, arrogant und mit sardonistischem Humor gesegnet zu sein. Seine groben, vielleicht sogar übertrieben rauen Manieren brachten bisweilen selbst seine Hexerkollegen der Wolfsschule gegen ihn auf. Doch welche Schwächen er auch haben mochte, selbstredend hätte Lambert für seine Gefährten den Feuern jeder Hölle getrotzt. Schön. Buch. Hier ist nichts drin. Noch nicht, muss man sagen, noch nicht. Handwerk, wie gesagt, wir können hier dann Sachen herstellen, von denen wir aber jetzt noch keine Ahnung haben. Ah, was ist das? Albino. Ach ja, wenn du ein Handelsfenster sehen willst, welche Komponenten oder Zutaten dir noch für ein Rezept oder Schema fehlen, wählst du es aus und führe die Aktion anheften durch. Also, aha, Rezepte und Schemas anheften. Wenn du ein Handwerksschema oder ein Alchemist-Rezept anheftest, wird eine Liste aller zur Herstellung des Gegenstands erforderlichen Komponenten oder Zutaten im Handelsfenster angezeigt. Das hilft dir, den Überblick darüber zu behalten, was noch fehlt. Wir können Sachen anheften. Und dann können wir Sachen herstellen. Für was wir das jetzt genau brauchen, weiß ich nicht. Mutagene brauchen wir auf jeden Fall, um Sachen zu verbessern. Aber dafür müssen wir erstmal Mutagene zusammen klamöbern. Klamöbern. Und ansonsten gibt es hier so. Das sind alles nur Zutaten. Tatsächlich bräuchten wir sowas hier. Wie eine Kartesche. Oder eben ein Samum. Brauchen wir, um Nester zu zerstören. Und Tränke können wir uns selber pushen. Sehen in totaler Finsternis. Schwalbe, Regeneration der Vegetät und weißer Honig. Ja, und Öle sind dann auf Waffen aufzutragen, um gegen bestimmte Monster zu kämpfen. Genau. So viel dazu. Was haben wir noch? Inventar. Jetzt können wir mal darauf zugreifen. Hier siehst du deine aktuelle ausgerüsteten Gegenstände. Hier sind die Akten. In meinem Besitz die Sachen sind. Da oben sind die Filter, wo man bestimmte Gegenstände sich anschauen kann. Da unten hier findest du Informationen zu deinen wichtigsten Charakterwerten, meiner Vitalität und meiner Vergiftung. Um einen Gegenstand auszurüsten, wähle A und drücke ihn. Bla. Handwerkskomponenten und alchemistische Zutaten. Dann haben wir Questgegenstände und alle Objekte, die keinen anderen Kategorien passen. Lebensmittel und Objekte für Plötze und Öle, Tränke und Bomben. Und natürlich das Waffenrüstung. Man kann die Beschreibung vergrößern und verkleinern oder ganz deaktivieren, um in der Vorschau zu sehen, wie ein Gegenstand an Geld aussehen wird. Kannst du dir auch auswählen, die er noch nicht tragen kann. Ah, okay. Man kann das dann noch sortieren und dann kann man Charakterwerte um ihn, achso, die Charakterwerte anzugucken. Ja, das wäre das hier. Da sieht man, aha, mein Silberschwert macht so viel Schaden und so weiter. Wenn ich das Stahlschwert Schaden bei schnellem Angriff mit Silberschwert, steht hier gar nicht. Achso, doch, da müsste ich runtergehen. Bei Stahlschwert sind wir echt schwach drauf. Und dann sehen wir halt Vergiftung, Zeichenkraft 0, Ausdauer zusätzlich. Können wir alles halt noch kriegen, wenn wir uns damit ausrüsten. Ich frage mich gerade, was da oben ist. Wir haben die Währung und ich hoffe, das ist das Gewicht. Ich weiß es nicht. So, wir haben hier eine Waffe gefunden, die ist aber wesentlich schlechter als unsere. Deswegen brauchen wir das gar nicht mitzunehmen. Was haben wir sonst hier noch? Öl und Tränke. Wolfsstunde senkt vorübergehend die erforderliche Stufe für alle Gegenstände um 2. Brauchen wir aber jetzt nicht zu nehmen. Ich glaube, das andere ist tatsächlich Gewicht. Wir haben jetzt 10 Kilo bei uns.
verschiedenes. Stumpfe Beil, Plunder kann an Hände verkauft oder zerlegt werden. Asche. Und was können wir denn das zerlegen? Und wo können wir es zerlegen? Das steht hier nicht. Hand oder in Handwerkszutaten zerlegt. Und wir haben das Wichtigste, den Brief. Den lesen wir uns upsala gleich auch nochmal an. Und hier sind halt die ganzen Sachen, die wir gefunden haben. Hier steht halt jetzt auch nicht eine Beschreibung zu denen, sondern einfach nur, was das ist und in welchem Bereich das ist. Egal. So, dann lesen wir mal diesen Brief. Wir haben 5. Ich verstehe bloß nicht, wir haben hier 5. Und da oben, was ist das? Sind das nicht oben auch unser Geld? Egal, wir lesen jetzt diesen Brief. Lesen. Wechsle mit L zwischen ungelesenen Büchern und Schriftrollen. Wenn sie gelesen sind, werden sie im Fenster Bücher im Goslar hinzugefügt. Okay. Im Goslar. Glossar heißt das. Ich sag immer Goslar. Ist aber voll falsch. So. Entschuldigung. An die Maus gekommen. Lieber Freund, verzeih mir, dass ich mich nicht nach deinem Befinden erkundige oder danach, wie es dir in den letzten Jahren ergangen ist. Die Zeit drängt. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Wir müssen uns bald wie möglich treffen. Reite nach Weidendorf bei Visima und schone das Pferd nicht. Ich erwarte unser Wiedersehen zwar mit Ungeduld, doch kann ich nicht lange warten. Weder ungeduldig noch sonst wie. Deine liebe Freundin, Yennefer. PS, ich habe das Einhorn noch. Okay. Wow, ist es so krass, dass wir auch Stufe 1 sind. Als ich... okay. Können wir zoomen? Cool. Da müssen wir hin. Das ist Anschlagbrett und unsere Hauptquest. Und wir sehen hier, es ist ein doch relativ großes Gebiet. Ich weiß nicht, ob das alles ist. Nein, ist es nicht. Königliche Burg Visima. Oh, es ist wahnsinnig groß. Okay. Okay. Oh, alter Schalter. Kommen wir denn hier überall hin? Ach, die Skellige sind quasi sowas wie, alter Schalter. Das sind sowieso Marschlande. Stufe 5. Novigarden. Stufe 1. Stufe 2. Stufe 19. Okay. Okay, wir sehen es ja. Wir werden hier nochmal hingehen. Oh, das ist eine Straße, die einfach nirgendwo hinführt. Und uns das alles in Ruhe nochmal anschauen. Jetzt sehen wir hier nochmal. Okay. Es zeigte sich, dass die Ereignisse in Kamenor ein Traum gewesen waren. Die Sorte, von denen selbst die Hexer schreiend und schweißgebadet aufwachen. Geralt kauerte sich ans Feuer und beobachtete das kriegsgebeutelte Land, in dem Kämpfe bis zum Horizont wogten. Natürlich war er nicht wegen der Aussicht hier. Yennefers Spur hat ihn hergeführt. Okay, und jetzt ist... Yennefer hatte Kontakt mit Geralt aufgenommen. Endlich. Sie hatte sich seit vielen Jahren nicht gesehen. Nun hatte sie ihm einen Brief geschickt, der natürlich nach Flieder und Stachelbeeren roch und die Aufforderung enthielt, sie in Weidendorf zu treffen. Es geht um... eine höchst wichtige Angelegenheit, schrieb sie. Der Hexer ließ, wie immer, wenn es um Yennefer ging, alles fallen und ritt in halsbrecherischem Tempo los. Aber ach, er kam zu spät. Die durchziehenden Armeen hatten Weidendorf schon dem Erdboden gleichgemacht. Es ist lustig, wenn das hier schon steht. Yennefer war nirgendwo zu sehen. Mit der Hilfe Wesimirs, den er unterwegs getroffen hatte, folgte, Geralt ihrer Spur. Yen war rasch nach Norden geritten, doch durch wilde Lande und über Schlachtfelder. Sie hatte es offenbar eilig. Vielleicht war sie in Schwierigkeiten. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt alles gelesen. Hat ja auch überhaupt nicht gedauert. Ne? So. Doch. Wir speichern. Denn ich möchte da unten... Achso, ja, da könnte man jetzt irgendwas hintun, wenn wir was hätten, was wir nicht haben. Deswegen sparen wir uns das. Wir nehmen Quen und Igni. Und dann gehen wir hier runter und gehen ein bisschen auf Ghouljagd. Bringt zwar nicht ganz so viel, ehrlich gesagt. Also
bringt nicht viel, weil wir zwar hier schick kämpfen können. What now, you piece of filth? Na? Habe ich irgendwie ausgewählt, ja. Ah, es sind zu viele, ne? Da muss man taktisch vorgehen. Oh, der hängt fest. Komm. Oh, wo ist denn Quen hin? Das war alle. Ah, das ist schlimm, gegen die zu kämpfen. Kommt her, ihr tanzenden Weichdinger. Yes. Wow. Wir haben das gerade irgendwie geteilt. Ich muss echt aufpassen, dass wir... Ghoul Nest. Ought to just destroy it. Da haben wir noch eins in unserem Rücken. So, noch eins weniger. Kommt her! So fühlt sich jeder Kampf wichtig an. Mist. Stop. Yes. Das hat auch gar nicht wehgetan. Nur so ein bisschen. Wir essen was. Stecken unsere Waffe weg, weil wir so verdammt cool sind. Und dann sammeln wir hier schnell alles ein. Ja, ich weiß. Ich würde es am liebsten auch zerstören, aber wir können nicht. Weil wir nichts dabei haben, um es zu zerstören. Deswegen, ich sammle schnell die ganzen Inkredenzien ein. Wo ist denn das hier? Wenn man draufsteht, kann man es nicht mehr einsammeln. Weil man ja draufsteht. Ah. So. Hier sammeln wir nochmal ein paar Früchtchen ein. Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Ja, ja. Ja, ich komme. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses they prevent epidemics. Hmm. Did he know they eat the living as well? No. Really upset him too. His theory collapsed. Und jetzt reiten wir durch die Gegend. Wie toll ist das denn? War is not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. That's what keeps us going. Wer hängt hier so rum? Das Begraben der Leichname erhängter Deserteure und Aufständischer ist hiermit strengstens verboten. Das Losschneiden von Erhängten wird mit umgehender Hinrichtung bestraft. General Maivin
Rosin, Vizekönig der Provinz Temerien. Aha. Mal gucken, ob wir sie losschneiden können. Entschuldigung. Ich will sie losschneiden. Na, das wollte ich eigentlich nicht machen. Wir stecken alles ein. Den Spaß, das muss ja sein. So. Also, die Ghule haben uns gerade auch nicht sehr viele Erfahrungspunkte gegeben. Und ich sollte auf mein Pferd aufsteigen. Ich wollte schon gerade einfach weiterlaufen. So. Let's go. Kanta. Ich weiß nicht, was Kanta heißt, aber wahrscheinlich ist das so ein zerstörtes Dorf. Das sollten wir uns vielleicht ansehen. Whoa there, Roach. Ach, Roach heißt Petze? Wusste ich nicht. Voll einfach irgendjemanden angegangen. Da habe ich da was gesehen. Gegner. What now, you piece of filth? Ein Wolf weniger. Hey, ich beschütze euer Dorf vor Wölfen, ja? Oh, rohes Fleisch. Das muss aber trotzdem hier furchtbar einfach sein. Komm her. Vorbei, mein Wölfchen. Hundeteig. Okay. Ich musste hier mal Einhalt gebären. Fisch. Fett, was die Leute in ihren Taschen alles haben. Und du so, ja, ich habe auch Fischfett in meinen Händen, Taschen. Achtung, Banditen, die sich temerische Soldaten nennen, verstecken sich in der Welt. Achso, das haben wir schon mal gelesen. Eine nette Warnung. Okay. Dann schauen wir uns mal dieses kaputte Dorf hier an. Vielleicht können wir hier mit den Leuten sprechen. Ich weiß ja nicht, wie die uns gesinnt sind. Well, yeah. Welcome to our shithole. Am Arsch der Welt. Okay, Entschuldigung, aber ich nehme noch kurz alles mit, was hier drin ist. Das Geld drin. Meins. Ours is a decent village. Euers war ein Dorf, würde ich eher sagen. Not is, it was a decent village. Now it's just something. Es ist echt schlimm, ey. Alles, was sie hatten, verbrannt. Entschuldigung, hallo. Ja, seien Sie auch gegrüßt. Da kann ich schon gar nicht mehr hin. Oh, da liegt ein Schwert und das kann ich nicht mitnehmen. Wem gehört es denn? Gehört es überhaupt irgendwem? Ja, okay. Entschuldigung. Die Leute schauen sich die Überreste ihres Dorfes an. Dingsbus. Alter, was ist hier passiert? Die Leute wollen auch nicht mit einem sprechen. Das ist so unhöflich. Aber gut, kann man vielleicht auch nachvollziehen. Objekt zerstören. Einige Objekte können zerstört werden. Ja, da sieht man das Zeichen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ein... Was? Kartesche auf ein Objekt zu werfen.
Mehr ist hier nicht? Entschuldigung, es sollte jetzt nicht so sich diebisch anhören. Na, spring doch mal hier rüber, junger Mann. Hm. Oh. Danke, sie auch. Da komme ich jetzt nicht rein. Ich will das jetzt auch hier nicht sehr unhöflich sein, deswegen speichere ich mal lieber, bevor ich das hier kaputt mache. Was ist hier los? Oh, ein Silberbarren. Ey, ich... Dass die hier so plündernd reinrennen und alle umbringen, das ist schon hart. Muss ich echt sagen. Vor allem, die hängen hier die Leute so hin, hier hin auf und dann müssen die da auch liegen, hängen bleiben, ne? Die dürfen sie ja nicht runternehmen. Und dann kommt noch so ein Witcher und klaut das ganze Fell eines weißen Wolfes. Warum auch? Don't touch me. Ich hatte es nicht vor. Hallo? Wer glaubt sie denn, wer ich bin? Don't touch me. Hm, eine kleine Igni-Grufe. Ich wollte Kisten. Und jetzt beruhigt euch doch mal bitte. Das war ein Versehen. Um Gottes Willen. Ich wollte diese Kiste nur sanft streicheln mit meiner Rückhand. Das kommt mal vor. Tja, die machen dann gleich mal so einen Aufriss. Genau. So, ich war jetzt hier drin, da drin und hier drin. Da gibt's nichts. Hier unten gibt's noch etwas. Es sind noch weitere zerstörte Häuserchen. Schauen wir uns auch gleich mal an. Wir hatten jetzt nichts gefunden von Tränke. Nur Tränke, aber wir brauchen keine Tränke. Wir haben so ein Igni-Zeichen gefunden. Das können wir einsetzen. Das ist quasi so ein Sockelding. Und da könnten wir jetzt Tränke ausrüsten. Vergiftung, Wirkungsausdauer, Regeneration im Kampf. Das brauchen wir aber nicht. Verzehrbar Fleisch. Aha. Questgegenstände. Gibt es hier noch ein paar? Oder sonstiges Zeug? Meistergegenstand. Aha. Was ist denn das oben? 250. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Tatsächlich. Gehärtetes Leder. Da können wir schön damit bauen. Ja. Oh, Wölfe. Entschuldigung, das wollte ich überhaupt nicht. Wölfe. Wirksam im Kampf. Irgend so ein Ding. Ein Freund von mir sagte, dass bei all den Greifen und Basilisken und sonstigen Geschmeiß die guten alten Wölfe das Kriegsproblem wären. Dann fraßen die verdammten Biester ihm die halbe Herde auf. Oh Gott. Ingvar Schäfer. Einst waren Wölfe die unangefochtenen Herrscher der Wälder. Die Menschen erschreckten ihre Kinder mit ihnen und auch die Erwachsenen erschauderten beim Wolfsgeheul. Die Monster, die nach der Konjunktion auftauchten, drängten die Wölfe nicht nur tiefer in die Wälder zurück, sondern nahmen auch ihren Platz in den Albträumen der Menschen ein. Das heißt aber nicht, dass die alten Räuber keine Gefahr mehr darstellen. Wölfe tragen keinen Funken Magie in sich und spucken weder Feuer noch Säure. Aber das hält sie nicht davon ab, unvorsichtige Reisende und Jäger zu töten. Besonders gefährlich und wilde Unterarten sind Warge, sowie die schneeweißen Wölfe, die heute nur noch in den wilden Hochland von Skellige anzutreffen sind. Ihr habt's gehört, da werden wir wahrscheinlich hinkommen. Früher oder später. So. Mann! So. Eine Sache will ich aber trotzdem mal machen, bevor ich hier weitergehe. Es gibt da nämlich noch etwas. Das hatte ich nämlich bei meiner Proberunde hier gemacht. Und zwar hier runter zu gehen. Und da gibt es noch ein paar Schätze zu bergen.
Okay. Deswegen laufen wir jetzt hier am Strand entlang, schauen, ob wir hier noch irgendwas fährt herbeirufen. Ja, wir brauchen es aber nicht. Wir kommen dann wieder zu unserem Pferd zurück, weil da sind ein paar Ertrunkene und ein magisches Ding. Magisches. Ein explosives Fass, wollte ich sagen. Deswegen, wir setzen Quen ein, ziehen unser Silber und dann nehmen wir Igni und laufen darauf los. Oh, die Dinger sind fies. Weil sie doch einiges aushalten. Time to end this. Wow, schnell weg. Jawohl. Zack. Noch einen weggeschnatzt. Hat er mich doch nochmal erwischt gegen Ende. Aber wir ihn auch. Darauf kommt es ja im Endeffekt an. Dann nehmen wir doch mal ein Schmacken Brot. Mann, ihr seht hässlich aus. Und eure Genitalien sind Tentakel. Das ist lustig. Da hat sich der Artdesigner was gedacht. Monsterspeichel, Monsterklaue. Das hört sich gut an. Monsterhaar. Das könnten wir zerstören, aber das machen wir natürlich nicht. Und wir haben hier was in der Kiste. Vikovarische Klinge. Gewöhnlicher Gegenstand. Aha. Harz. Kleiner Wedersrunestein. Gambeson. Bringe Schemas zu Handwerkern mit den entsprechenden Fertigkeiten, damit sie den Gegenstand für dich herstellen. Das ist cool. Und Waldkauz. Jägerstiefel. Zerriebene Perle, kleines Bla und ein dorsisches Schwert. Oh, und herausgerissene Seite. Ikima-Absud. Nehmen wir alles mit. Schauen, ob wir hier irgendwas übersehen haben oder vergessen. Nein, hier scheint alles gut zu sein. Wow, das ist ein fieseres, dieser Monster. Zum Glück müssen wir nicht dagegen kämpfen. Oder nicht mehr. Mann. Was haben wir hier? Der Ertrunkene. Das ist auch eine Nekrophage. Am Ufer muss man still sein. Erstens, um die Fische nicht zu verscheuchen. Zweitens, um keine Ertrunkenen anzulocken. Jannik von Blaviken, Fischer. Ein Ertrunkener sieht aus wie eine Leiche vom Grunde seines Sees. Er ist von kränklich blauer oder grüner Farbe, sondert aus jeder Pore Schleim ab und verbreitet üblen Verwesungsgeschank. Daher wird weithin angenommen, dass Ertrunkene ebenso wie ihre gefährlichen Verwandten, die Wassermänner, Modernixer oder ertrunkenen Toten aus dem Leichen von Leuten entstehen, welche in flachem Wasser ertrunken sind. Verirrte Reisende, die in die Sümpfe geraten, Kinder, die zu weit herausgeschwommen sind oder im Falle von Wassermännern betrunkene Bauern, die von den schmalen Sumpfstegen gefallen sind. Ah, Ignis. Ja, dachte ich mir schon, dass Feuer gut gegen die ist. Wir bekommen nicht wirklich viele Erfahrungspunkte für diese Viechers. Finde ich schade. Aber ist halt so. Bin ich schon